Hallo Leute, der Juli war wieder mal Neuzugänge reich. Ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viel ich habe. 2 mal 8 sind 16 plus 10 E-Books, von denen die meisten umsonst waren. Ich zähle das ja nicht so richtig meistens, aber es sind alles, fast alles richtige Bücher und so viele. Ich fange jetzt einfach mit ein paar Büchern an und am Ende sage ich euch dann einfach die E-Books. Ich denke, das ist ein guter Plan und im nächsten Video seht ihr dann einen anderen Teil der Bücher. Ich will das jetzt nicht alles in einem Video packen, weil es viel zu lang wäre, weil ich ja, wie gesagt, immer viel zu viel labere. Ich war diesen Monat wieder im Galeria Kaufhof und da haben sie die Mängelexemplarkiste aufgefüllt und ich habe diese 4 Bücher gefunden. Ich habe noch mehr Bücher gefunden, aber diese 4 gehören zu einer Reihe, beziehungsweise zu von einer Autorin und ich bin froh, die jetzt alle zu haben und jetzt kann ich bald mal in einem Monat sie alle durchsuchten quasi, also durchlesen, weil die alle aber nicht sonderlich lang sind und dann bin ich durch damit. Was gut ist, ich habe nämlich meine Lücken aufgefüllt. Ich habe mir die Abby Lines Bücher zugelegt, die mir gefehlt haben. Zum einen der 2. Band der Rush of Love Reihe und zwar heißt der, wie heißt denn der? Erlöst. Ich hatte ja den 1., den habe ich auch schon gelesen und den 3. und den 2. hat mir gefehlt, deswegen konnte ich nicht weiterlesen. Jetzt habe ich ihn, jetzt kann ich diese Reihe definitiv bald beenden und ich glaube, ich werde auch einfach einen Abby Lines Monat irgendwann mal einlegen und die alle lesen. Dann habe ich mir den 1. Band von der Little Blah Reihe besorgt. Also das ist jetzt Little Secrets. Vollkommen verliebt. Ich hatte ja schon Little Lies vollkommen vertraut. Das war ja der 2. Band, den hatte ich auf dem Flohmarkt gekauft und wusste nicht, wann ich den lesen sollte, weil ich den 1. nicht habe. Aber jetzt habe ich den 1. Jetzt kann ich die beiden Bücher auch hintereinander weglesen. Ich glaube, es gibt auch nur die 2, soweit ich weiß. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Egal, ich weiß auch gar nicht, was jetzt da am Rosemary Beach spielt und was woanders. Ist mir jetzt auch egal. Dann habe ich Simple Perfection gekauft. Ich habe hier auch Twisted Perfection hier liegen. Ich glaube, Twisted Perfection war der 1. Band und das hier ist der 2. Band. Kann das sein? Ich bin mir jetzt gerade unsicher, aber steht ja vorne drin. Von daher dürfte ich es nicht in der falschen Reihenfolge lesen. Auf jeden Fall, kann ich die beiden jetzt auch hintereinander weglesen. Ich kann quasi ganze Reihen hintereinander weglesen. Und dann dachte ich mir schon, wenn ich dabei bin, mir Abby Lines Bücher zuzulegen, lege ich mir auch dieses Buch zu. Und zwar Take a Chance, Begehrt von Abby Lines. Ich glaube, ist das ein Einzelband? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wenn, dann ist das ein neuer... Ach nein. Doch, Take a Chance, Begehrt. Und danach kommt One More Chance, Befreit. Ja, ist der 1. Band. Kann ich auf jeden Fall auch lesen. Soweit ich das weiß. Falls ihr was anderes wisst, schreibt es mir in die Kommentare, aber ich glaube schon. Danach kann ich den 2. Band auch mir irgendwann vielleicht noch zulegen. Mal gucken. Auf jeden Fall waren das die Abby Lines Bücher. Dann habe ich ein paar Rätsel-Exemplare gekriegt. Zum einen Thoughtless, erstmals verführt von S.C. Stevens. Habe ich noch nicht gelesen, wird in diesem Monat gelesen. Kommt dann auch sicher eine Rätsel dazu. Vielleicht ist die schon online, wenn dieses Video online geht. Ich weiß es nicht. Aber es geht hier drin um Chiara, glaube ich, die mit ihrem Freund Danny glücklich zusammen ist und dann mit ihm umziehen muss, weil er einen neuen Job kriegt oder eine Versetzung, irgendwie sowas. Und dann ziehen sie in eine WG zu einem Freund von Danny. Auf jeden Fall ziehen sie zu dem Freund und da knistert es gewaltig zwischen Chiara und diesem Freund. Und als dann Danny auf Geschäftsreise geht, passiert ein bisschen mehr zwischen den beiden und dann ja, muss Chiara sich entscheiden, nimmt sie jetzt ihren Freund oder doch den anderen Kerl, der anscheinend sehr heiß ist. Mal gucken, ob es mir gefällt oder nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Habt ihr schon gelesen? Wenn ja, dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es fandet, weil ich habe jetzt mittlerweile schon ein paar eher negativere Meinungen darüber gehört. Aber es soll mit dem 2. Band besser werden, deswegen bin ich mal gespannt. Es ist auf jeden Fall ziemlich dick, hat über 500 Seiten. Dann habe ich aus dem CBJ Verlag ein Buch gekriegt, das auch viele schon gezeigt haben in die Kamera und deswegen wollte ich es auch mal lesen. Und zwar Schau mir in die Augen, Audrey von Sophie Kinsella. Das erste Jugendbuch von der Autorin, die schreibt ja normalerweise Chiclet-Romane. Von den Chiclet-Romanen habe ich bisher, glaube ich, nur Charleston Girl gelesen. Habe aber auch den 1. Band der Schnäppchenjägerin-Reihe hier stehen und bin
jetzt auf dieses Buch erstmal gespannt und danach werde ich das sicher auch den Schnäppchenjägerin auch noch lesen, wenn mir das hier gefällt. Und zwar geht es hier drin um Audrey und Audrey hat ein kleines Problem. Sie kann nämlich Menschen nicht in die Augen sehen. Sie hat so eine psychische Krankheit, glaube ich. Und ihre Therapeutin, ihre Psychologin, wer auch immer, möchte ihr helfen und gibt ihr dann den Auftrag, eine Dokumentation über ihre verrückte Familie zu drehen, die angeblich auch alle irgendwie was Seltsames an sich haben. Und dabei verliebt sie sich wohl so ein bisschen in den besten Freund ihres Bruders, irgendwie so. Und es geht wahrscheinlich eher so um Audrey selbst und wie sie sich dieses Problem überwindet, aber wahrscheinlich auch um die Familie und ich glaube eher wahrscheinlich zweitrangig um diese Liebesgeschichte, weil die meisten Rezensionen das irgendwie nicht so nahegelegt haben, dass es um die Liebesgeschichte geht. Von daher bin ich mal gespannt. Es dürfte nicht so lang dauern, das zu lesen. Es hat nur 180 Seiten, um die 180 Seiten und ist auch relativ groß geschrieben. Von daher, ich bin mal gespannt. Sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. Dann habe ich aus dem DTV Verlag ein Buch bekommen und ich bin so froh darüber, nämlich Weil wir uns lieben von Colleen Hoover. Ist der dritte Band der Will und Laken Reihe und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich mag die Reihe einfach unheimlich gern. Ich mag Will und ich mag Laken und ich mag diese Art des Schreibens, dass das Slam Poetry eine Rolle spielt und manchmal so Texte vorkommen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich möchte es unbedingt bald lesen und werde es auch bald lesen. Und dann kommt die Rezi dazu. Es hat um die 380 Seiten, ist aber auch relativ groß geschrieben. Von daher dürfte es schnell gehen. Auf jeden Fall werde ich das bald lesen. Vielleicht habt ihr auch die Rezi dazu schon gesehen. Wer weiß das schon. Dazu passend jetzt zu den E-Books habe ich den ersten Band dieser Reihe, also der Trilogie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, aber wahrscheinlich Trilogie, als E-Book runtergeladen, als es kurz umsonst war. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch umsonst ist, wahrscheinlich nicht, aber die Links findet ihr in der Infobox. Und zwar, Weil ich Laken liebe von Colleen Hoover. Wie gesagt, da in der Mobi-Version habe ich das Buch runtergeladen, also für den Kindle. Gab es aber auch bei Thalia, glaube ich, auch für 0 Euro als EPUB-Version. Von daher, ich habe das schon gelesen, das liegt daher nicht auf meinem Sub, aber ich wollte es unbedingt haben, damit ich mal wieder reinlesen kann, falls ich möchte. Ich möchte es natürlich auch noch als Taschenbuch haben, weil so ein E-Book, da habe ich immer das Gefühl, ich besitze es nicht wirklich. Bin ich die Einzige, die dieses Gefühl hat? Aber egal, auf jeden Fall, ich habe dafür auch kein Geld ausgegeben, von daher kann ich auch nicht wirklich sagen, dass ich es wirklich besitze. Aber okay, ich habe das runtergeladen. Dann habe ich ein E-Book gekauft für 99 Cent. Das ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen teurer geworden. Es war nur für kurze Zeit, nachdem es erschienen ist, für 99 Cent. Und zwar rede ich jetzt hier von Bronzehaut von dem lieben Andreas Dutter. Besser bekannt als Brivido Libro auf BookTube. Kennt ihr wahrscheinlich alle, ihr wisst auch alle, dass ihr jetzt mittlerweile dieses Buch rausgebracht hat. Ich weiß nicht so recht, worum es geht, weil der Klappentext nicht so recht viel verrät und Andi selbst hat auch nicht so viel verraten. Deswegen bin ich mal gespannt und lasst mich einfach überraschen. Ich werde das hoffentlich sehr bald lesen, wenn ich schaffe, schon im nächsten Monat. Und dann gibt es vielleicht auch eine Rezi dazu. Wollt ihr eine Rezi dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich denke, bald werden die Rezis zu diesem Buch aus dem Boden sprießen, weil sie ja alle irgendwie Andi ihre Meinung darlegen möchten, die ganzen Booktuber, weil die Booktuber ja alle so sind, alle total befreundet und wir wollen ja auch alle Andi irgendwie helfen und sein Buch auch irgendwie weiter verbreiten und ich denke, ich werde da auch eine Rätsel zu machen. Ich hoffe, es wird mir gefallen. Ich bin da guter Dinge. Dann habe ich zwei E-Books runtergeladen, die unter dem Motto stehen Tiffany, hot und sexy. Klingt schon seltsam. Das erste ist Ein Offizier und Herzensbrecher. Hoffentlich eingeblendet gehabt. Und das zweite ist Die Glut in deinen Augen. Beides so eine Art Groschenroman, glaube ich. Ich habe es auf Instagram gesehen. Es hat eine Bloggerin gepostet und meinte, sie fand es ganz gut.
Und dann dachte ich mir, ja, ist umsonst, kann ich mir runterladen. Habe ich mir die beiden dann auch runtergeladen. Dann habe ich so ein bisschen reingelesen in das eine, in Ein Offizier und Herzensbrecher, und habe dann schon gemerkt, dass es auch so, schon so ein Groschenroman ist, so eine triefende Liebesgeschichte, die man halt für 50 Cent oder so am Kiosk kriegt. Ich habe es noch nicht genau gelesen, ich werde es mir nochmal genau lesen. Vielleicht ist es doch besser, als ich gedacht habe, aber so auf den ersten Blick ist das jetzt nicht so eine tolle Liebesgeschichte. Da hat die Bloggerin irgendwie was anderes versprochen. Keine Ahnung. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen. Vielleicht ist es ja doch besser, als es jetzt auf den ersten Blick erscheint. Und dann habe ich diesen Monat ja Lila und Ethan, also Verführt Lila und Ethan von Jessica Sorensen gelesen. Und dann habe ich einfach mal ihren Namen bei Amazon eingegeben, also Jessica Sorensen, weil ich gesehen habe, dass es dazu auch so ein Putz-E-Book gibt. Und ich wollte mal gucken, wie viel das so kostet. Und dann ist so eine Liste an E-Books rausgekommen auf Englisch, die alle umsonst sind von der Autorin. Und ich dachte mir, Jackpot! Und dann habe ich sie mir alle runtergeladen. Ich verlinke sie alle in der Infobox. Vielleicht sind sie ja noch für umsonst da, für 0 Euro. Und ihr könnt auf Englisch lesen und dann könnt ihr sie euch auch runterladen. Ich weiß jetzt nicht genau, worum es in den Ganzen geht. Ich werde sie einfach nur vorlesen und einblenden. Ihr könnt selber dann anklicken, die Links dazu, falls euch das Cover so gefällt. Eins davon dürfte auch so ein bisschen bekannt sein, weil es auch so eine Liebesgeschichte ist, die so in dieselbe Richtung geht wie Lila und Ethan und die, glaube ich, auch schon auf Deutsch raus ist oder bald rauskommen wird. Aber ja, ich zähle es jetzt einfach mal auf. Zum einen habe ich runtergeladen Ultraviolet oder Ultraviolet. Season 1, Episode 1, keine Ahnung, wie lang das ist. Ich habe mir die Seitenzahlen davon nicht aufgeschrieben, aber die meisten sind so um die 200, 300 Seiten lang, also schon richtige Bücher. Dann zweitens habe ich runtergeladen Unraveling You. Dann drittens Unbroken, das ist eine Novella. Dann viertens The Probability of Violet und Entlobt. Das ist aus dieser Reihe, wo auch Lila und Ethan drin sind. Aber ich glaube, die anderen zu Kelly und Caden gehören, Violet und Luke, oder? Ich glaube schon, es gibt ja diese zwei Reihen. Dann habe ich als fünftes Shattered Promises runtergeladen. Und als sechstes The Fallen Star. Ich glaube, ein paar davon sind Fantasy-Bücher und manche sind einfach nur Liebesgeschichten, so wie mit Violet und Luke jetzt. Manche sind erste Bände, manche sind vielleicht auch Folgebände. Ich habe jetzt darauf geachtet, von denen, die ich nicht kannte, dass das erste Bände sind. Also ich denke, die meisten sind erste Bände, aber das mit Violet und Luke ist, glaube ich, kein erster Band. Bin ich mir noch nicht sicher, aber ich habe es trotzdem runtergeladen. Klickt einfach die Links an und guckt euch das selber an. Ich habe mich damit jetzt nicht so sehr auseinandergesetzt. Ich habe einfach gesehen, es ist umsonst, es ist von der Autorin, und dann habe ich es runtergeladen. So, das war es auch schon. Falls ihr damit irgendwelche Erfahrungen habt, irgendwas davon schon gelesen habt oder wisst, ob es das auf Deutsch gibt und wie es dann auf Deutsch heißt, würde mir das helfen, wenn ihr das mir in die Kommentare schreibt, dann kann ich da mal nachgucken, das wäre sehr interessant. Und ansonsten, bis zum nächsten Video mit den Neuzugängen. Das war es jetzt mit dem ersten Teil. Der zweite Teil folgt hoffentlich bald, werde ich auf jeden Fall jetzt gleich noch abdrehen. Hier seht ihr noch den zweiten Stapel. Also, bye, Leute.